Der Konflikt in Israel verschlimmert sich jeden Tag. Wir haben jeden Tag eine neue Eskalationsstufe. Und ich möchte im Video heute mit euch, weil ich mit der Berichterstattung nicht zufrieden bin, einmal die aktuellsten Geschehnisse besprechen. Ich möchte aber nicht nur das machen. Ich möchte mit euch auch auf die Auswirkungen eingehen. Und ich möchte die Frage des Schuldigen, möchte ich einmal ansprechen. Eine Frage, die noch nicht hundertprozentig geklärt ist, aber in der es zwei Hauptschuldige gibt. Wir können es einmal sagen, es ist einmal die Frage, war es der Iran mit der Hamas? Oder eine andere Verschwörungstheorie, könnte man sagen, ist die Frage, könnte es sein, dass die Israelis dies zugelassen haben? Oder ist es möglich, dass der beste Geheimdienst der Welt hier komplett überrumpelt wurde, von Bauern über Drahttelefone? Das ist eine Frage, die man sich stellen muss, und darauf möchte ich mit euch eingehen. Bevor wir das machen, lasst uns starten mit dem, was gerade aktuell dort passiert. Israel hat dem Gazastreifen ein Ultimatum von 24 Stunden gesetzt. 24 Stunden hat man, um, ich glaube, es war den Süd-Gaza-Streifen zu räumen, und danach wird das Ganze bombardiert werden. Ich will das Ganze nicht ethisch oder moralisch bewerten. Es ist ein dünnes Eis, auf das man sich dort bewegt, auf dem man sich bewegt. Nichtsdestotrotz war es Borrell, der das, glaube ich, gesagt hat. Ich glaube, es war Borrell, der gesagt hat, das Ganze ist nicht machbar. Das Ganze ist illusorisch zu glauben, dass man in dieser Zeit das Ganze auch nur ansatzweise räumen könnte. Das heißt, das war auch die Frage, die ich gestern gehört habe, die in den Raum gestellt wurde. Wird das Ultimatum verlängert? Wird man trotzdem bombardieren? Es gibt von beiden Seiten jetzt unheimlich viele Informationen, warum das Ganze ungerecht ist. Nochmal, das soll in diesem Video keine Rolle spielen, sondern wir wollen uns angucken, wie geht das Ganze weiter. Es gibt dann allerdings fatale Vorwürfe gegen die Israelis. Und zwar wird behauptet, dass sie Phosphorbomben benutzt haben. Amnesty International hat das gerade eben auf Instagram bestätigt. Die Israelis dementieren das. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Amnesty International hat die Israelis vorher auch schon als Apartheidsstaat bezeichnet. Es ist so, dass Kritiker von Amnesty International sagen, dass viele Staaten das anders sehen. Einige von euch werden wissen, wie man das Ganze einschätzen kann und wie andere Länder sich verhalten, aus außenpolitischen Interessen. Aber eine Sache, die wir garantiert sagen können, eine Sache, die die Israelis nicht dementiert haben, ist die Tatsache, dass Phosphorbomben wohl im Libanon eingesetzt wurden. Und damit sprechen wir auf, oder kommen wir auf eine weitere Eskalationsstufe zu sprechen, nämlich dass das Ganze auch im Libanon gestern eskaliert ist. Ich habe das gesehen bei der Welt, die ein kurzes Video dazu gemacht hat, wo gezeigt wurde, wie immer noch Rauschschwaden aufgestiegen sind. Und sieht wohl so aus, als hätte es einen Raketenbeschuss im Südlibanon gegeben, bei dem die Israelis angeblich als Antwort auf über die Zäune springenden Libanesen geantwortet haben. Die Israelis wollten wohl teilhaben am Krieg. Sie wollten unter anderem den Palästinensern zur Seite stehen und haben wohl versucht, daran zu partizipieren, und Israel hat mit aller Härte geantwortet. Ja, wir sind nicht in Beirut, wir sind tatsächlich im Südlibanon, direkt hier, wo das passiert ist. Man sieht hinter uns noch die Reste der Wolke von den Einschlägen, vielleicht 500, 600 Meter entfernt. Das war vor wenigen Minuten noch eine richtig dunkle Rauchwolke, die da aufgestiegen ist. Was ist passiert? Wir haben hier plötzlich den Alarm gehört, also das Signal, dass sich hier alle in die Keller verstecken sollen, und danach haben wir massives Artilleriefeuer von israelischer Seite. Ich würde wirklich sagen 10, 15 Einschläge dann hier auf libanesischer Seite gehört. Vorausgegangen sein soll, das sind bisher erstmal lokale News, also noch nicht bestätigt, eine Attacke von Militanten an der Grenzmauer, die wohl versucht haben, durchzubrechen und auch das Feuer eröffnet haben sollen. Das sind die ersten News, wie gesagt, noch unbestätigt. Und daraufhin soll eben Israel hier mit massiven Artillerieschlägen geantwortet haben. Das ist die offizielle Begründung. Egal, wie wir das sehen, es ist ein Konfliktherd. Einer der größten Ängste derzeit ist, dass sich die Hisbollah einschalten könnte, die aus dem Libanon agiert. Die Hisbollah ist sehr viel stärker als die Palästinenser, egal welche Stärke sie haben. Und es könnte dann eine Art Domino-Effekt auslösen, der dann am Ende dazu führt, dass auch die Iraner, die dann Unterstützung zugesagt haben, sich einmischen. Das heißt, wir haben hier ein massivstes Eskalationspotenzial. Ich glaube, Tino Chrupalla hat das Ganze Brandherd genannt. Es gibt hier massivste Brandherde. Um dagegen vorzugehen, haben die Amerikaner sich eingemischt. Die Amerikaner haben gesagt, so klar ein Biden das sagen kann in seiner Demenz, dass
man mit aller Härte dagegen vorgehen werde und dass jedes Land bestraft werden würde, das sich dort einmischt. Jetzt ist die Frage, wie man damit umgeht. Nichtsdestotrotz könnt ihr euch das vorstellen, oder falls ihr es euch nicht vorstellen könnt, lasst mich das vielleicht doch kurz erklären, dass das fatale Konsequenzen hätte. Afghanistan war ein unheimlich teurer Krieg, weil die Bevölkerung sich dort, weil sie zu ihrer Einstellung gestanden hat, radikalisiert hat. Man hat eine Art Guerillakrieg gehabt. Ich habe die Bevölkerung gehabt, die normale Bevölkerung, die sich dann bewaffnet hat mit teilweise einer Handgranate, die dann immer wieder Schaden anrichten konnte. In diesem Fall war Afghanistan der verteidigende Part. Jetzt allerdings habt ihr im Grunde genommen Nordisrael, das am Libanon liegt. Und das ist ein sehr, sehr enger Streifen, bei dem es fast unausweichlich zu einer direkten Konfrontation kommen muss. Eine direkte Konfrontation mit den Hisbollah, die massive Artillerie haben, die wollt ihr unter diesen Umständen vermeiden. Falls ihr sagt, ihr könnt euch immer noch nichts darunter vorstellen, stellt euch vor, dass das ist wie bei 300. Man hat nicht ein riesiges Gebiet, in dem man klug agieren kann, sondern ihr habt ein ziemlich enges Gebiet, auf dem ihr auf eine Konfrontation angewiesen seid. Und anders als im Film 300 spielt hier nicht Hollywood eine Rolle, sondern die Israelis sind sich bewusst, dass das massivsten Schaden zur Folge hätte, was der Hauptgrund ist, warum sie ihr Militär aufgestockt haben auf inzwischen eine 500.000. 360.000 Reservisten haben sie rekrutiert. Teilweise muss man dazu aber sagen, nicht gut ausgebildetes Personal. Und deswegen ist eine große Angst auch, dass der Iran sich einmischt, die alle kriegserprobt sind, die im Grunde genommen dann das Ganze auf ihre Seite reißen können. Jetzt lasst uns auf die Gründe eingehen für die Eskalation, für die es jetzt immer mehr Anzeichen gibt. Wenn wir anfangen darüber zu sprechen, dann nochmal gibt es zwei mögliche Ursachen. Lasst uns als erstes darauf eingehen, dass die Iraner und die Hamas das Ganze bewusst eskaliert haben. Das hätte verschiedenste Folgen nach sich, und zwar, dass es ein massives Versagen gäbe auf Seiten der Israelis, deren Geheimdienst komplett versagt hat, deren Grenzposten komplett versagt hätten. Das heißt, wie kann man dazu stehen? Trump hat das gestern gesagt, er hat offensichtlich geäußert und er hat Netanyahu beleidigt und Gallant, den Verteidigungsminister. Er hat gesagt, dass Netanyahu feige ist, in meinen Worten. Er hat damals schon, als es zur Konfrontation mit dem Iran kam, als es um die Bombardierung von Soleimani ging, da hat man, haben die Israelis das Ganze wohl mit Informationen unterstützt, sich aber in letzter Sekunde rausgezogen. Es ist dann so gewesen, dass er gesagt hat, dass Gallant, der Verteidigungsminister, dass der ein Idiot sei, wie man diese ganze Schwäche dort sehen könnte, dass die sowohl die Hisbollah, aber auch die Hamas, die wohl das mit unterstützt hätten, dass die klug seien und dass die durchgehend davor gegangen sind. Das bedeutet, das würde auf eine Schwäche erstmal auf ein Versagen der Israelis hindeuten. Ich werde auch gleich auf den Grund eingehen, warum es klug wäre, dass die das machen. Aber es ist auch das, was Scott Ritter gesagt hat. Scott Ritters Aussage nach war es dem Sinn ungefähr so, dass man in Israel arrogant sei. Man habe gedacht, jetzt gerade mit der Annäherung an Saudi-Arabien, dass es einen Frieden gebe, dass die anderen beeindruckt werden von der Stärke, auch von den Partnern der Amerikaner und dass man demzufolge niemals angegriffen hätte. Die Wahrheit sieht anders aus. Und wieso hätte es aber jetzt so kommen sollen, dass man sich dagegen auslässt? Wir müssen in der Zeit zurückgehen. Vor 2 Wochen habt ihr es mitbekommen. Es gab Annäherungsversuche von Saudi-Arabien an Israel. Was war das Ziel? Wirtschaftsbeziehungen aufbauen, aber nicht nur. Es ging darum, dass man sich verbündet gegen den Iran. Eines der größten Probleme, das Saudi-Arabien hat, ist, dass sie die Sicherheitsgarantien der Amerikaner, dass da kein Verlass mehr drauf ist. Es war damals der Cicero, der gesagt hat, dass man unter anderem, dass wenn die Saudis nicht verlässlich sind, dass man dort einwandern könnte, was ein massives Gesichtsverlieren ist für die Araber. Es ist dann so, dass man in den Medien, im Falle Khashoggi, dass man auch durch den Kakao gezogen wurde. Das heißt, man hat euch öffentlich schlecht gemacht. Eine Sache, die in Saudi-Arabien nicht so funktioniert wie hier, wo man sagen kann, was man möchte in einer feministischen Außenpolitik. Aber nochmal, das heißt, man hatte die Idee auf Seiten der Araber, dass man sich vielleicht mit den Israelis anfreundet, dass man ein Verteidigungsbündnis hat, was unterstützt werden würde von den Amerikanern, die das garantiert unterstützen, und dass man so eine Verteidigung hätte gegen den Iran. Es gibt verschiedenste Schwierigkeiten und
verschiedenste Vorteile. Eine Schwierigkeit beispielsweise, das ist eine Sache, die ihr sehen müsst, wenn ihr hört, wie man dort eingestellt ist, dann ist es immer noch so, dass ihr dort eine muslimische Bevölkerung habt. Es gibt Länder, die haben ihre Beziehungen zu Israel normalisiert. Welche wären das? Marokko beispielsweise. Es wären Länder wie Ägypten. Da gibt es immer noch einen Großteil der Bevölkerung, die mit den Palästinensern sympathisiert, die aber durchwegs die wirtschaftlichen Beziehungen schätzen und die dafür dann das in Kauf nehmen, dass es vielleicht irgendwelche Probleme gibt. Auf der anderen Seite ist aber Saudi-Arabien und ich fand die Zahlen schockierend. Ich habe die gesehen im Caspian Report. Und zwar sind 98% der Saudis auf der Seite der Palästinenser. Damit es jetzt so ein Friedensabkommen gäbe, das verschiedenste Dinge beinhaltet. Zum einen hätte es den Vorteil für die Amerikaner, dass sie Truppen abziehen können. Ihr habt das alle mitbekommen, Krieg ist unheimlich teuer. Die Amerikaner müssen die Truppen finanzieren, die überall in der Welt verteilt sind. Hätte man jetzt ein Friedensbündnis mit Saudi-Arabien, die eventuell eigene Truppen stationieren, dann könnte man unter günstigen Kosten dort bleiben. Es ist dann aber so, dass nochmal von der islamischen Bevölkerung, dass 98% auf der Seite der Palästinenser sind. Das heißt, ihr hättet niemals irgendwie rechtfertigen können, ein Bündnis mit Israel einzugehen, wenn es gleichzeitig so ist, dass die Palästinenser unterdrückt werden. Dass man ihnen Gebiete wegnimmt, dass man sie völkerrechtswidrig unterdrückt, dass man sie bombardiert etc. Das heißt, es war im Gespräch, wenn man sich das anhört, dass es eine Befriedung gibt. Dass es dort Gebiet gibt, das den Palästinensern zugesprochen wird und dass die Palästinenser sich dann dort niederlassen. Und das wäre eine Sache, unter Netanyahu profitiert hätte, aber auch Mohammed bin Salman, weil beide damit die Wirtschaft des Landes aufgebaut hätten. Netanyahu hätte als jemand, der nicht zu den traditionell Orthodoxen gehört, hätte das Land dort im Grunde genommen in der arabischen Welt etabliert und ihr hättet Vorteile. Jetzt ist das allerdings nicht so, dass jeder das möchte, sondern zum einen ist es so, dass jetzt diese Eskalation dazu geführt hat, dass die Saudis garantiert nicht mehr auf die Seite sich schlagen können. Die Iraner, die können das garantiert nicht gewollt haben, ähnlich so wie die Hamas, weil diese ganzen Bestimmungen, die dort gemacht werden, diese ganzen Gebiete, die dann vielleicht in einem kleinen Teil zugesprochen werden, das ist keineswegs vereinbar mit den Maximalforderungen, die die Hamas hat. Man möchte eventuell das ganze Gebiet für sich vereinnahmen. Man möchte auf jeden Fall nicht auf diese kleinen Fitzel, auf die man jetzt ist, dort, wo man nach eigener Ansicht nach viel Gebiet abdrücken musste, widerrechtlich. Damit möchte man sich nicht zufrieden geben. Und das Schlimmste, was der Hamas jetzt passieren könnte, wäre, wenn Araber übergreifend mit den Israelis irgendeinen Pakt schließen, den dann, und das habe ich im letzten Video angesprochen, nach Israelis ist es so, dass die Hamas an Rückhalt verliert, weil die Menschen kriegsmüde werden. Aber wo die Menschheit dann akzeptiert, okay, das ist unser Gebiet, hier lassen wir uns nieder. Und die Israelis akzeptieren das hier, wir haben in gewisser Art und Weise einen Waffenstillstand. Das heißt, es gibt auf der einen Seite da dann die Moslems, die das nicht wollen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die orthodoxen Juden, die sagen, dass es im Grunde genommen den israelischen Staat geben sollte, der nur für jüdische Mitbürger ist. Das heißt, es gibt da durchweg Stimmen, auch ich habe mir das aufgeschrieben, es sind hauptsächlich zwei Personen. Es ist einmal Smotrich, der Finanzminister, und einmal Genvir, der Minister für nationale Sicherheit. Und es war Smotrich, der gesagt hat, wir werden den Palästinensern keine Zugeständnisse machen. Das ist keine Einbildung. So. Also der ganz klar gesagt hat, Moment, hier gibt es keine Annäherung. Wenn wir uns das jetzt also anschauen, dann ist jetzt die Frage, okay, aber wie sieht das Ganze aus? Wieso ist das Ganze eskaliert? Und nochmal, die Iraner können das nicht gewollt haben, dass es da eine Anfeindung, eine Anfreundung gibt. Es ist so, und dass, wenn ihr euch das so also vor Augen haltet, dass die Iraner damit erzwungen haben, dass sich die Führer dort nicht einfach irgendwie einigen könnten, dass es keine Koalition gegen den Iran gibt. Und dann hat man über diese medial wirksamen Bilder im Grunde genommen, damit, dass man einmal Leid der Menschen in Kauf genommen hat, hat man dafür gesorgt, dass das Ganze in die Öffentlichkeit gerät und dass die Menschen sich durch diese emotionalisierten Bilder radikalisieren. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so, dass im Grunde genommen das so gewesen sein könnte, dass man die Leute reingelassen hat, auf Seiten der orthodoxen Juden, auf Seiten der rechtskonservativen Juden, sagen wir so, der rechtsextremen Juden, die ihren Siedlerstaat durchsetzen möchten, dass man damit, dass man die Leute reingelassen hat, wenn das so wäre, dass man
dafür gesorgt hätte, dass es keine friedliche Einigung gibt. Man kann das auch ausschließen und beide haben damit im Grunde genommen ihre Ziele erreicht. Wir können also damit davon ausgehen, dass im Grunde genommen all die Menschen, die ein Ziel hatten von Frieden, dass die hierunter gelitten haben. Das deckt sich auch damit, also ich möchte eine Sache sagen, weil wir dürfen ja sehr, sehr wenig kritisch sein, was israelische Medien angeht. Aber das heißt beispielsweise nicht, dass jemand wie Netanyahu, der keineswegs irgendwie ehrlich ist, wir sind immer noch in der Politik, aber dass der dann vielleicht ein Ziel hatte, das Frieden besagt hat, dass der damit nicht durchgekommen ist. Es gibt auch Informationen, die das stützen von Seymour Hersh. Seymour Hersh hat das gerade gesagt. Er hat gesagt, Netanyahu darf noch an der Macht bleiben, aber der wird in 2-3 Monaten abgesetzt werden. Das sind angeblich Informationen, die er bekommen hat, die durchgeschieden sind. Und falls das so wäre, dann wäre das eine Sache, die stützend ist, dass orthodoxe Kräfte in Israel das Ganze durchgesetzt haben. Wir können uns jetzt mal anschauen und vermutlich dann jetzt in den weiteren Tagen sagen, wie geht das Ganze aus und wer war vermutlich schuld, und basierend einfach darauf, wie die unterschiedlichen Staaten agieren. Sollte der Iran nicht angreifen, dann deutet alles darauf hin, dass er das nicht war. Und wenn der Iran das nicht war, dann kann es immer noch sein, dass das die Hamas waren, aber dann können wir sagen, okay, alles klar, es deutet darauf hin, dass die Israelis das zumindest zugelassen haben. Sollte jetzt allerdings Friedensgespräche, sollten die wieder kommen, dann können wir davon ausgehen, dass es nicht die Israelis waren, sondern dass es die Moslems waren, die provoziert haben. Das heißt, hier müssen wir uns das jetzt ganz genau angucken, weil je nachdem, welches Vorgehen jetzt verfolgt wird, und das sind 2 Interessen, versucht man den Gazastreifen und das Westjordanland komplett zu übernehmen. Das sind vermutlich israelische Interessen, die durchgesetzt werden, und führt es zum Krieg und man greift unter anderem Israel an, dann sind es die Interessen anderer Länder wie die des Irans, die durchgesetzt werden. Aber wir dürfen uns hier nicht emotionalisieren lassen. Wir dürfen uns nicht irgendwie durch die Bilder versuchen lassen, auf eine Seite zerren zu lassen. Wir müssen versuchen, rational zu denken. Und das, was eigentlich jeder nur wollen kann, ist das, was im Grunde genommen Saudi-Arabien möchte, was ein nach erster Ansicht nach Netanyahu möchte, nämlich Friedensbeziehung. Und deswegen möchte ich hier auch nochmal eine Sache sagen, weil es hier immer Leute gibt, die dann irgendwie von Recht und Unrecht, Besitzansprüchen etc. sprechen. Das ist nicht meine Ansicht. Wenn es jetzt so ist, dass eine Bevölkerungsgruppe ihren Teil aufgibt und ihre Ansprüche aufgibt, oder wenn sie auf einem kleineren Part leben und es dafür Frieden gibt, bin ich zu 100% dafür. Und ob die mehr Gebiet verdient hätten oder nicht, verzeiht mir. Ich bin dafür, dass es Frieden gibt und dass im Grunde genommen da alles für getan wird, dass die Bombardierung von Zivilisten aufhört und dass unschuldige Menschen aufhören, darunter zu leiden, dass man irgendwelche Gebietsansprüche hat. Der arme Mann hat nie was von den Gebietsansprüchen der Politiker. Das geht um Machtkonstrukte und die will ich nie unterstützen. Das heißt, wenn es am Ende so geht, ich bin immer für Frieden und ich hoffe, dass euch das geholfen hat. Ich werde versuchen, in den nächsten Videos, wenn euch das gefällt, immer versuchen, auf die Hintergründe einzugehen. Aber schreibt mir das gerne. Das war's erstmal hiermit. Bis zum nächsten Mal.